Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal KLF Gaming. Mein Name ist Markus und neben mir sitzt wieder der kleine Lauterfeuche Niklas. Hallo! So, wir dürfen euch herzlich zu einer weiteren Folge Grounded begrüßen. In der letzten Folge. Ui, bin ich durstig. Gerade aufgestanden. In der letzten Folge haben wir den letzten Burger Chip gefunden. Und jetzt bin ich neugierig. Ich will ans Ende der Welt. Ich möchte schauen, was sich am Rand der Spielewelt befindet. Beziehungsweise dies ja hier, wenn man genau schaut, durch diese Mauer. Und was passiert, wenn wir uns... Genau, das möchte ich machen. Ich möchte mich da einfach hochbauen. Ich möchte da oben langlaufen und möchte mal schauen, wie es da oben ausschaut. Einen schönen Überblick über das ganze Gelände und was es da oben noch so alles gibt. Okay, dann bin dazu werden wir uns hochbauen müssen und das wird einiges an Material verbrauchen. Wir brauchen Grasplatten und Unkrautstängel. Okay, die Unkrautstängel, da bist du zuständig, weil ich habe nur die 1er Axt, glaube ich. Mit der kann ich die Grasplatten und so umschmeißen. Platten. Grashalme. Grashalme, ja, genau. So. Nach okay. Reichlichem Frühstück. Ich werde mich einmal mit der Axt ausrüsten. Okay. Axt. Ah, Unkrautstängel sind am... Die stehen eigentlich überall da herum. Ja, und da geben auch voll viel. Ja. Hoffe ich. Das ist deine Aufgabe. Ich bin für das Gras zuständig. Achso, Mutation aktivieren, Markus. Oh, habe ich fast vergessen. Entschuldigung. Geht viel schneller. Oh, Marco schon angefüllt. Gott, stellen hier rausgekommen sind. Wow. Ja, du bist ja der Baumeister von uns zwei. Du wirst das sicher ganz toll erledigen. Und ich werde hier dafür sorgen, dass Grasnachschub kommt für die Treppe. Ah, du kannst richtig. Kannst richtig. Ich hab nur etwas und Namensnell. Du hast einen Namensnell? Nein, aber wenn man den macht, kannst du mehr tragen. Ah, okay. Praktisch. Aber Markus, du doch nicht. Muss dann zu den Spinnen gehen. Weil hier um die Ecke wäre Gras. Nein, das ist jetzt nicht so. Ich habe hier ein gutes Fleckchen und hier bin ich schon mitten dabei. Du kannst dabei das Grundgerüst zimmern. Ja, das kann ich nicht, ich habe nicht zum Brechwert. Und ich liefere dann das Material. Der Schwarm wieder? Was? Es gibt einen Spahntrick. Ach, Trick. Einen Spartrick? Ja. Wie geht der? Aber eigentlich bräuchten wir für das Kontrollgerüst brauchen wir zwei Unkrautstängel. Aber wenn man das 3x-Konsolgerüst nimmt, braucht man nur eins und das geht auch. Ja. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Bitte. Aber wir können auch Wendeltreppen machen. Die braucht doch nur viel Material. Schau, wie viele Eichenschalen du da brauchst. Da hacke ich lieber Grasplatten. Wirklich. Aber es sind auch noch welche. Nein, das brauchen wir nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin gerade so im Flow. Okay, dann hol ich ab. Rund um mich ist schon alles voller Gras. Du bist fürs. Du kümmere dich um die Unkrautstängel. Ich brauche ja nur Pro. Also eins. Ja, aber trag einmal, du wirst ja einiges brauchen, um da ein hohes Gerüst zu bauen, oder? Sonst kommen wir ja nicht auf die Mauer rauf. Hier sind eh 10, 20, 30, 40, 44 Eichelschalen sind die. Ja, aber du wirst sicher 10, 15 Treppen brauchen, um da auf die Mauer rauf zu kommen. Okay, ich trage mal ein paar Grasplatten mit. Kannst du auch welche mitholen, weil... Ja, ja. Ich brauche 4 Stück für eine Treppe. Ich weiß, zuerst wird gehackt und dann wird transportiert. Das ist ein Rabe.
Ja. Da können wir dann schauen, ob sie eine Feder fallen lässt. Das sehen wir dann von oben. Die ist über dem Wasser. So, der erste Transport ist unterwegs. Eieiei. Ich komme. So. Ich hoffe, du hast schon was gebaut. Oh. Dann nehmen wir. Oh. Was ist los? Spinne. Oh. Nichts. Das ist eine normale. Aber ohne Schild ist. Nervig. Okay, komm schon. Das ist kein Problem, Markus. Du kümmert dich ums Gras, Markus. Okay, ich leg das hierher. Wieder? Ich hab die Gasplatte da hingelegt. Da musst du mit der Spinne, wo du mit der Spinne kommst. Du kannst mir auf halbem Weg entgegenkommen. Dann muss ich nicht so weit laufen. Schließlich kann ich ja nur 4 Platten transportieren, weil ich die Ameisenrüstung nicht habe. Nein, 5 kannst du tragen. Oder 5? 5. Na gut, halte ich nicht aus. Also immer schön 5 mitnehmen, Marc. Also meinst du jetzt 5? Ja, aber mit der Ameisenrüstung könnte man 8 transportieren. 8? Ja. Dann legst hier das Gras hin. Aber es Du kannst mir entgegenkommen. Ja. Ah, du fährst dort vorne, da wo die Unkrautstellen gerade sind. Ja, dann schmeiß ich's daher. Nein, die anderen Unkrautstellen gemeint. Ah, zu spät. Schon abgelegt. Jetzt hat die Spinne fast die Grastreppe gehört. Ja, solange sie es nicht ganz zerstört hat. Nein, jetzt haben wir einen Speer geworfen. Der Speer. Doch schon ganz groß, aber irgendwie auch nicht. Ja, wir werden ziemlich hoch aufbauen müssen. Also ich schätze, mindestens 10 Stockwerke wird die Treppe haben. 10? Mindestens. Ich glaube sogar mehr. Gastreppe. Welt. Ah. Gottstängel. Auf. Bring dir mal ein paar Unkrautstängel entgegen. Ich bin nicht so. Ich hab hier eh welche. Und ja, ich hab dir noch welche gebracht. Welche. Dann kannst du schneller bauen. Hä? Ja, 2 Stockwerke haben wir. Ich bin gespannt, wie viele das werden. Oh, Unkrautstängel. Oh. Ich habe hier so ziemlich das ganze Gras umgehackt. Würde das. Das Inventar ist voll. Würde dann was voll cool. Was denn? Aber wenn ich mit Beet aufbaue, dann könnte ich die aneinander. Ich kann die aneinander rein, Markus. Da braucht man nur Kleeblätter und die kannst gleich hier fahren. Markus. Wie meinst du hier? Hier. Wo hast du Klee gesehen? Hier. Dort vorne. Und wie viel Klee brauchst du für das Dach? Hier. Hier? Sind besser als 4 Grasplatten. Okay. Weil du 3 pro Kleeblatt. Die sind leichter zu fällen und du viel tragen. Na dann. Und wieder ein Wohnkraut stellen. Hack's. Okay, dann hacken wir Klee. Der Unkraut ist deine Aufgabe. Klee ist jetzt meine. Du hast ja die
zwei Axt. Ja. So sparen wir noch. So. In meinem Das. Die Hacken ist lustig. So. Ah, nur so. Klingt immer so lustig hin und her und dann trifft man es nicht und. Darf's nicht an. Boah, ich habe richtig große. Oh Gott, Dinger. Ja, da wird ja einiges rauskommen. Mann! Oh! Schon wieder dein Freund da. Das nervt mich. Hätte helfen? Dazu. Soll ich dir helfen? Ja! In dem Bild. Deine Ausdauer ist so schnell, als wäre es die ganze Zeit leer. Bin ich gleich dran. Ja, jetzt kommt noch eine dritte. Mhm. Aber sonst nichts zu tun. Au! Spinnengemetzel. Heute gibt's Spinnengulasch. Ah, oh, das ist noch eine Spinne. Geh weg einfach. Wir kämpfen kurz noch eine Spinne. Komm gleich. Hier ist nur schnell was. Nein, es ist nur eine. Kann ich auch so schaffen. Ja, aber zu zweit geht's doch schneller. Und da geht sie dahin. Jetzt kann ich hoffentlich. Okay, habe ich verbannt. Glaube ich. Da ist noch einer. Worse than my mom's Brussels sprouts. Bitte. Da ist noch eine Spinne. Ja. Kann ich verstecken. Und die Spinne ist weg. So, sind da immer noch welche? Wenn ja. Also könntest du in der Ruhe auch hier Gras. Achso, waren ja Klee. Wo kann ich in der Ruhe. Oh Mann, da fehlt ein Unkrautstängel. Unkrautstängel sind eh irgendwo. Nein, du kannst ja ruhig. Na komm her, Baumeister. Ja. Nein. Aber eine gute Idee, oder? Ja, das ist eine Spitzenidee. Das geht so schnell. Aber ich. Oh. Oh Gott, Stängel. Wollte ich kurz mal. Ratlos, hängst du? Ich helfe dir. Sehr schön. Da sind wir in 0,x oben angelangt. Ja. Warte, schau mal her. Ich fäll jetzt ein riesiges. Oh Gott. Eine halbe Ewigkeit, bis ich das gefällt habe. Wie oft musst du da hinschlagen? Weiß ich nicht. 15 Mal. Oft. Es fällt! Boah!
Wow. Wie Zahnstocher. Wie wenn man eine Packung Zahnstocher ausleert. Nein, das ist die Hälfte. Sind glaube ich noch mehr drin, oder? Wahrscheinlich. Ich kann auch den nächsten pflücken. Aber es hat gut ausgesehen. So, Kleelieferung kommt. Jetzt gibt es noch einen. Ich glaube, der hat länger gedauert, weil der dicker war. Der ist jetzt nicht so dick. Sollte schnell. Ja, es geht schneller. Oh. Ja, und der hat noch mehr, Marco, schau dir den Haufen an. Wolltest du glaube ich schon sehen, oder? Von dort oben. Kann man eigentlich nicht. Oh, verfehlt. Kann man von dem Kleedach eigentlich gerade auch wegbauen? Ja. Nur dann? Also mit den Gras? Ich und schon. Okay, ich mach wieder welche dran, Markus. Okay. Dann nehme ich mir ein paar Unkrautstängel mit und dann kann ich da gleich zumachen. Okay. Weil den Klee habe ich eben im Inventar. So. So. Komm her. Was war das? Da sind wir in Nullkonex oben. Unkrautstängel. Vielleicht kommen wir sogar über diesen Holzzaun, Markus. Aber weißt du, was wir nochmal auch mal bauen müssten? Hm? Die Seilwinde. Ah ja, die können wir dann später machen, wenn wir zurück müssen. Lager. Stimmt, wir könnten die dort oben dann machen und direkt runterrutschen. Wir sind ja fast oben. Ja. Einmal noch, glaube ich, oder? Und dann geradeaus. So, vielleicht kann man über den Zaun auch. Wer weiß? Hallo! Wow. Oh, Biene! wir sollten langsam nach vorbauen, oder? Sonst fallen wir da runter. Ja, machen wir hier. Was, ja eh? Ja, noch. Die zwei noch und dann haben wir's. Oh. Ich hol kurz welche. Wir brauchen Klee. Man kann auch perfekt runterlaufen. Wie viel? Dafür nochmal zwei und fürs nächste Dach dann wieder vier. Aber wir brauchen ohnehin mehr Klee. Weil wir wollen ja noch vorbauen, oder? Das machen wir mit den Grasplatten. Weil ah, okay. Dann. Es gibt. Achso, es würde auch gehen, oder? Machen. Ah, ich glaube, da wird eine. Gibt es ein flaches Kleedach? Ja, geht. Okay, dann muss ich ja. Au. Ja, wir können ja noch überlegen, wie wir da noch vorbauen. Ich brauche mal Unkrautstängel und. Gras ist, glaube ich, dort genug und. Müssen wir pflücken? Hacken? Ja, ich muss was zu trinken holen. Ich auch. Ich bin durstig. Ich muss kurz diesen. So ein Dude schaut aus wie ein Baum. Ist für uns eigentlich ein Baum. Wow, wo bist du? So weit hinten. Ja, hier gibt's ja keinen. Den nicht mehr. Wow. Hä? Bist du jetzt hierher gekommen? Ich habe keine Ahnung. Du warst ja gerade beim Saftpaket. Ja. Yep. Irgendwas hat mich da durch die Gegend geschleudert. Ja, deshalb nie diese blöde. Nachladen. Ich brauch 6. Oder? Ja. Wow! Voll hochgekickt worden. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ja, wegen den Grasplatten. Ich mag keine Grasplatten. Solltest du wissen.
Grasplatten und Unkrautstängel. Unkrautstängel gehen ja noch halb. Also ich habe jetzt den Kreis. Ah, nicht zum Trinken. Essen. Better than starving, I think. Muss kurz einlagern. Und weißt du schon, wie wir den Boden jetzt machen? Mit Gras oder mit Klee? Ich glaube, wir machen mit Gras. Weil du hast ja schon so gepflückt. So viel. Ja, dann nehme ich noch Grasplatten mit. Dann nehme ich Unkraut noch mit. Oh, wo sind die Grasplatten? Gras. Wenn du über so Unkrautschnecke gerade nach vor gehst, kriegst du so ein Geschwindigkeitsboot. Nein, danke. Beim letzten Mal habe ich meine Verbände verbraucht dafür. Ja, ich werde einfach nur nach vorne geschoben. Du hast eh gesehen, wie ich durch die Luft geflogen bin. Ich habe nur gesehen, wie du auf den Boden aufgeklatscht bist. Okay. Ich habe nicht gesehen. Das war jetzt nicht so lustig. Wow, ist das hoch. Ich will gar nicht runterfliegen. Brauchst du schon nach vorne? Ah, ich hab kurz... Oh! Was? Lawine! Ich bin nicht runtergeflogen. Gott sei Dank. Hey, da ist Wasser. Wo? Ja. Ja, dann bau gerade nach vor. Ja. Ich will meine Grasplatten loswerden. Hm. Achso. Und dann später. Wir können aber einen halben Grasboden. Halb so viel. Das ist, glaube ich, zu gefährlich. Am Bau. Machen wir ein bisschen sicher. Weil, wer weiß, wir möchten nicht runterfliegen. Man ist voll schnell hier. Achso, ich brauche ja keine Unkrautstängel. Nein. Wir brauchen nur mehr Grasplatten. Lawine! Du kannst auch welche holen gehen. Lawine? Ja, genau. Achso, ich hab den Blätter. Nicht gemerkt, Markus. Passt nicht. Du brauchst nur gerade nach vorbauen. Ja, Grasplatten. Weißt du, die jetzt immer. Aber ich wollte nur so sicher bauen, weil für die zukünftige Rutsche, Seilbahn, braucht man eigentlich dafür. Achso, ist eh nicht teuer. Unkrautstängel mal wieder. Soll ich wieder nach vorne bauen? Hab ich schon. Oh. Magst du nur mit das Gras reingeben? Ich hab nur zwei. Okay. Na dann komm mit. Oh. Oh. Ich bin tot. Someone help me! Mitten auf der Pflanze gelandet. Ich hab gedacht, sie hält mich auf. Der Unkrautstängel hat mich runtergekickt. Okay. Na. Ich glaub, das wird öfter passieren. Wir können gleich das Gras von da holen. Die Spinnen haben wir eh besiegt. Aber das sind Blechmücken. Achso, ja. Achso, ja. Egal, die schaffen wir hier. Na, ist es eh so. Na, gehen wir ein Stückchen weiter.
Ah, da komme ich nicht her. Ich hab's ja schon gefällt. Die liegen ja nur mehr rum. Ja, hier ist näher. Okay, sie haben mich bemerkt. Ich nehme alles zurück. Alles. Markus. Bist du? Die ganze Zeit recht. Hilfe, Markus, ich kann nicht mehr sprinten. Hilfe. Markus. Dann warte ganz kurz. Oh nein. Ich brauche was zum Trinken. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich kann nicht trinken. Auf Radplatten zu sagen, Markus. Komm mir schon entgegen. Ich komm schon. Hast du eine mitgebracht, oder was? Ja, also halt ab. Das ist nicht so. Trink Wasser. Ja, wo? Aus dem See. Ach so. Musst du halt ein bisschen mehr essen. Hab aber nichts zum Essen, das ist so. Jetzt hast du nichts zu essen. Weil ich alles gegessen habe. Also ich geb da gleich was. Okay. Einfach durch. Ah, hier ist Wassertropfen! Unseren Torsammler. Na, siehst du. Water filtration tablets needed. Gut, dass wir den aufgestellt haben. Oh, da müssen wir aber ganz schön viel Grasboden bauen. Was habe ich jetzt? Okay, ich habe Idee, richtig. Hast du auch die Mutation aktiviert, wo du schneller wieder Energie bekommst? Oder nicht? Hab nicht. Aber wir können auch unsere Falle verwerten. Stimmt. Ich bin fast runtergeflogen. Haben wir fast. Ja, ich glaube, wir sollten es gleich fertig haben, oder? Ja. Immer. Ich stehe mit rein. Du musst auf der anderen Seite ja runterbauen, oder? Stimmt. Da kannst du dann wieder das Kleedach runter machen. Und? Vorstänge benutzen, die ich hier habe. Kannst du dann auf der anderen Seite einlagern. Pack schon ein Leben an. So. 12 Gräser noch, dann sollten wir drüben sein. Und okay. Dann können wir mit Klee runterbauen. Ach, Markus, nicht das so. Wo bringst du die Unkrautstängel schon wieder hin? Ja, wir brauchen ja Kleeblättchen nach unten und wir brauchen Unkraut. Ja, zuerst brauchen wir mal Gras. Ja, ich hol mal Klee. Das? Ah, deine Falle! Ja, nicht verwerten! Oh ja! Wehe! Weg. Wehe! Weg! Wehe! Ist schon weg. Ich bin gerade auf eine blöde Falle getreten. Au! Also da vorne. Doppelfalle. Dafür haben wir wertvoll, Marco. Und da gibt es nicht mal Grasplatten. Nee, nicht, da gibt Donnen. Ja. Hier haben wir eine Distel.
Warte. Ja, aber die tut mir nicht weh. Eine blöde Falle schon. Eben fühlt sich an wie Nachtschicht. Na. Nachtschicht. Ja. Ja, weil es gerade Nacht ist. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Noch. Überall lässt er sein Klump liegen. Okay. Ja. Na, hier kann man eigentlich schon bunter bohren. Ja, genau. Ja, dann leg los. Okay, dann hol mal Klee. Du hast ja Klee. Ah, ich hab schon. Ich hab nicht gewusst, dass wir noch eins brauchen. Oh Mann. Oh, ey. So, ich muss eins holen. Der Niklas. Ist mit mir. Ich hab nichts gemacht. Er geht auf die Schuld auf mich. Na! Ah. Wo war der Klee? Bei irgendwo können. Da ist ein Durchgang. Da gibt's eine Spinne. Markus, ich kann das irgendwie nicht anplatzieren. Ich glaube, ich muss. Okay. Ist passiert? Okay, ich glaube, wir sollten jetzt einmal schlafen gehen. Ja, wie soll ich hier runterkommen? Ich bin ja schon drauf und ich komme nicht drauf. Oh Mann! Nimm Unkrautschlinge mit. Drei Stück. Hast du dort Klee? Nein. Komm mal. Das ist nur Gras. Warte, dann baue ich Grastreppen, Markus. Wenn hier eh Gras ist. Okay. Hol einfach Ungottstänge bitte. Nimm einfach 5 mit. Legen hier oben. Okay, Lieferung kommt. Achtung, einfach springen. Ja, die sind runtergeflogen. Was? Die fliegen alle runter. Ach. Dachte, die kann man werfen? Ja, du hast nicht geworfen. Das nur abgelegt. Mit welcher Taste wirft man? Weiß ich nicht, ich spiele mit Controller. Ja! Ah! Ja. Oder ich, das ist es. Jarr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 r
Na dann bau, großer Meister. Wir brauchen Gras. Okay, im Wald ist eh, im Graswald sind eh welche. Im Graswald. Graswald. Ganz langweilig. Das wollen wir uns dann bei Tageslicht anschauen, aber zuerst. Habe ich schon Gras. Aber nimm noch mehr mit. Fertig bauen. Stimmt. Es ist wirklich um einen Millimeter. Was geht denn das? Dass sich's verbindet. Also platziert kurz einen Gras. Einen doppelten Boden, einen halben Boden? Stimmt. Oder den Marco. Ja! Ja, wir sind fertig. So, nichts ins Lager. Und morgen bei Tagesanbruch schauen wir, was am Ende der Welt los ist. Wäre cool, wenn man rutschen könnte. Jo. Ja, aber da geht es. Und dann sehen wir mal bei Tageslicht, wie es dort ausschaut. Ganz schön dunkel. Jo. Wir sollten mal eine Wegmarkierung bei unserer Basis platzieren. Findest du sonst nicht hin? Nein. Nur weil du dorthin gegangen bist. Da. Ja, ich würde dann sagen, wir lassen es einmal gut sein für jetzt, für heute, für diese Folge. Die Treppe ist fertig und wir dürfen gespannt sein, was sich morgen am Ende der Welt befindet. Wir werden das in der Früh sofort in Angriff nehmen. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal dabei und seid genauso gespannt wie wir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.